und zu Wort gemeldet hat. Erster Redner in dieser Debatte ist Christoph Steiner, er ist von der FPÖ aus Tirol. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Kollegen Abgeordnete, liebe Zuseher zu Hause. Ja, leider und wie so oft wird uns von dieser Regierung wieder ein Sammelsurium an Gesetzen vorgelegt, also ein Gesetzespaket, wo alles untereinander verwurschtelt ist. Und somit wird es der Opposition wieder einmal verunmöglicht, dem ein oder anderen durchaus sinnvollen Gesetz natürlich zuzustimmen. Als erstes haben wir drinnen die Überführung von Schulversuchen ins Regelschulwesen. Hier wird etwas festgeschrieben, das in der Praxis längst schon zur Normalität geworden ist, das Einsetzen von Computern, Tablets, Touchboards im Unterricht. Ja, dieses Gesetz könnten wir natürlich, Herr Minister, durchaus auch unterstützen. Als zweites ist die Änderung des Zuschusses, also der Stelle, die künftig die Abwicklung der Zuschüsse für Studierende im Ausland oder Erasmus-Projekten übernimmt. Dies war bisher ja mit der Kommission so vereinbart, läuft aber mit 2021 diese Vereinbarung aus und muss nun von unseren Hochschulen übernommen werden. Auch hier könnten wir zustimmen. Hoffentlich haben aber unsere Hochschulen dann auch die nötigen Ressourcen, um diese Abwicklung auch ordnungsgemäß sicherstellen zu können. Als drittes geht es um die Matura. Und hier sollen die Erfahrungen der Corona-Matura in die Regelmatura überführt werden. Das ist allerdings keine Weiterentwicklung der Matura, sondern ein Herumdoktern an einem kranken System. Und hier sehen wir es genauso wie auch die Direktoren der AHS, die es ja in einer Presseaussendung diese Anpassung folgendermaßen auch beschrieben haben. Und ich darf aus dieser Presseaussendung kurz zitieren. Dies ist eine Notamputation der Matura und wir befürchten weiter ein Aufgabenstreichkonzert mit einer Matura ohne Elemente. Und ja, sehr geehrter Herr Minister, diese Befürchtungen haben auch wir, denn eine Matura ohne einen mündlichen Teil ist für uns schlichtweg undenkbar. Jetzt bin ich einmal vorsichtig optimistisch, da es ja Ihre Zusage gibt, dass die mündliche Matura erhalten bleibt. Herr Minister, ganz glauben kann ich Ihnen das persönlich aber nicht, denn wie Sie sich erinnern, haben Sie uns ja auch im Frühjahr schon versprochen, mit Ihnen wird es in den Schulen keine Maskenpflicht geben, um sie dann im Herbst zu verordnen. Sie sehen also, mit Ihren Versprechen, Herr Minister, bin ich mittlerweile ein wenig vorsichtig geworden. Als viertes Gesetz haben wir dann noch die sogenannte NOST, also die neue Oberstufe, hineingeparkt. Die neue Oberstufe ist ja seit 2013 eine reine Baustelle. Also schon damals beim Probelauf hat sich das abgezeichnet. 2017 sollte es dann zur kompletten Ausrollung dieses Projektes geben, aber auch das wurde wieder verschoben. Jetzt bekommt dieses Projekt einen neuen Namen. Mit der nun semestrierten Oberstufe bekommt eine schlechte Lösung nun eine komplizierte Textierung, mit der man versucht, ein linksideologisches Projekt noch zu retten. Ich kann Sie aber ein wenig verstehen, Herr Minister, auch Sie müssen irgendwann ein Zugeständnis an Ihren linken Koalitionspartner machen und das war halt in diesem Fall dann die semestrierte Oberstufe. Daher sind wir für die Abschaffung, wie auch immer dieser Murks jetzt auch genannt wird. Deshalb müssen wir dieses Gesetzespaket, auch wenn es zwei Punkte gibt, denen wir durchaus zustimmen könnten, in seiner Gesamtheit ablehnen. Zu Wort gemeldet hat sich die FPÖ lehnt das Paket ab, sagt Christoph Steiner von den Freiheitlichen aus Tirol.